Hallo Leute und herzlich willkommen bei Unnützes Wissen 2. Ich habe mir einen Namen dafür ausgesucht. Und diesmal rede ich nicht über dieses Minecraft und die Theoreten reden. Nein, der ist schon lange weg. Der hat sich nach Minecraft vertrüst, nachdem Gronkh mal aufgetaucht ist. Ja, mit seinem Tierschwert. Und seiner. Und den mit seiner Nuke. Ja, und seinen Atomreaktor, den ich hier gleich in die Luft sprengen. Das Land und wo ist, ja, das halbe Haus weg ist. Nein, natürlich nicht. Ja. Warum sollte auch schon Gronkh herkommen? Außer wegen den Creeper. Ja, und außerdem, heute reden wir über B-O-K-I-M-O-N. Pokémon. No. Okay, tschüss bis heute. Wer nicht weiß, was Pokémon ist, ich habe mir extra aufgeschrieben, was ihr da machen müsst. Googelt. Nach! So, da habt ihr es jetzt. Wenn ihr nicht wisst, was Pokémon ist, googelt es nach! Ende! Aus! Fertig! Aber auf Deutsch muss es geht. Ja, da ist er gleich. Da hinten ist noch ein Terrorist. Das ist dieser scheiß Rocket Boss. Fick dich! Okay. Dann will ich mal sagen, fangen wir an. Also Pokémons. Pokémons, ja, hätten eigentlich Pocket Monster heißen sollen. Pokémon ist die Abkürzung von Pocket Monster. Und Pocket Monster heißt wiederum auf Deutsch Taschenmonster. Und deshalb kann man diese kleinen Viecher, diese kleinen Viecher, die aussehen wie 2 Euro, immer in der Tasche herumtragen. Ja. Oder die, was aussehen wie Schlümpfe. So. Und dann kommen diese Theoreten von Team Rocket, greifen in deine Tasche, nehmen die 2 Euro raus und kaufen sich damit ein Getränk. Ja. Und so. Und deshalb möchte ich jetzt sagen, fangen wir mal an. Trommelwirbel. Na, okay. Ich kann keinen Trommel spielen. Ja, das ist ein wenig Schlagzeug. Komm mal, diese Kinder zu erinnern. Nein, natürlich nicht. Okay, dann fangen wir mal an. Pokémon. Pokémon Monsters. Sie haben in Japan Leben gefunden. Juhu, alle fangen immer in Japan an. Ja! Nein, natürlich nicht. Doch, nein, wie soll ich sagen? Irgendwie schon und irgendwie auch nicht. Zum Beispiel Essen. Nun ja. Nudeln wurden in China erfunden. Pizza wurde da in Europa erfunden, also in Italien. Da schauen die Asiaten, Depper, dass du willst. Schossen und so. So. Jetzt schlecht dich, jetzt hol ich Ash Ketchum her. Ja, kannst du so schauen. Ja, ich muss nur kurz etwas erledigen. Muss mir jetzt 2 Euro nehmen. Also das Pokémon, das heißt Euromon, mal so. Nein, weil es Mon hinten hat, heißt es, ist er noch kein Thema. So, und jetzt beschleif ihn! So, das wäre erledigt. Gut, also, ja, er ist weg. Okay, gut, dann sagen wir mal so. Welche Pokémon haben in ihrem Pokémon Dex-Eintrag komische Sachen stehen. Und deshalb solltet ihr mal bei jedem Pokémon nachlesen. Keine Ahnung, nimm das die beste Version zum Nachgucken wäre jetzt eigentlich für Einmal. Wäre es jetzt natürlich die beste Version Schwarz oder Weiß 2, also 2er. Für, sagen wir jetzt Dino, wäre es das Beste, wäre jetzt Platin oder so. Und für, sagen wir jetzt halt Johto und Kanto, wäre es Soul Silver oder Hard Gold. Keine Ahnung, was ist noch anderes. Für Hoenn, wäre es die beste Version, wäre es Smaragd, Saphir oder Rubin. Und ja, ich weiß nicht, was noch alles für andere. Es gibt auch natürlich die Hex, aber. Ich möchte jetzt von den echten Spielen reden. Du hast so Erfindungen. Und ich muss kurz sagen, mal kurz ein Tischentuch. Ja, seht ihr?
Hochqualitäts-Tischentuch. Da ist die Butter. Ein paar. Gleich wegwerfen das Hochqualitäts-Tischentuch. Und wieder da sein. Ja, so macht man das. Luigi. It's Luigi time. Luigi time. Sag du, du der Alle check. Und auch nicht. Es ist Zeit zum unnützes Wissen von Pokémon, nicht Minecraft. Pokécraft, ne? Den Namen gibt's schon. Keine Ahnung. Boah, noch ein Hochqualitäts-Tischentuch. Maske fein säuberlich putzen. Pa. So. Jetzt rede ich weiter. Also, diese Monster, die man in der Tasche hat. Okay, ist dann hier mal die Basisstufe. Den 1-Euro-Mon. Ja, hier 1-Euro-Mon. Keine Ahnung. So, ja, da oben Webcam. Hier 1-Euro-Mon. Ups, ich halte den Kopf verkehrt. Hier 1-Euro-Mon. Nur mal so, zur Information. Den nehme ich jetzt. Los geht's. Ups, Scheiße. Los geht's. Ups, irgendwie hört sich das nichts gebracht. Dann machen wir es nochmal. Ja, okay. Ich hab gezaubert. Muss ich dann nachher alle wieder finden, also. Okay, die holen wir aus der Tasche. Und dann gibt es einen Spacken von dem Rocket, der aus der hinten hier nicht mehr steht, zum Glück. Der ist nicht so hartnäckig wie der Creeper. Die nehmen dann die Euro und kaufen sich halt damit dann halt, wie soll ich sagen, trinken und essen. Ich meine, welchen Spacken kannst du nicht von Pokémon essen und trinken? Also ich mache das immer von meinem Taschengeld. Oder so. Oder von meinen Eltern. Eigentlich das Geld von meinen Eltern. Mir von denen ausgegeben, damit ich was hab. Und mein Bruder, der unnütz ist. Ja, eigentlich. Ich bin verdorfen. Ich will jetzt einmal heulen gehen. So. Denk mir fuck noch immer Euro. Es gibt sich Leute. Sage euch, das gibt es nicht. Dieser Spacken von Team Rockot, Sockot, hängt da draußen einfach mal so lum und sagt einfach nichts. Aus meinem Sichtfeld, der hängt weiter links. Oder rechts. Das ist links. Von hier ist es so rechts. Und wenn ich aber so laut gehe, ist es von da, ist das so links. Also sucht es euch aus. Jo Mann. Ah, okay. Also dann gibt es mal Papinella Pokédex-Eintrag. Es saugt seine Beuten aus. Und es sticht in seine Beuten und saugt es von innen aus. Ja, so ist das im Leben. Komm einfach mal so ein Schmetterling daher, sticht dir rein mit seinem komischen Dings und saugt dich von innen aus. Na bitte. Wieder da. Ja. Dann hängt der Spacken von dem Rocket jetzt wieder in meinem Sichtfeld. Und ja, dann würde ich sagen, jetzt war es so gut in meinem Sichtfeld ist, beenden wir das Ganze. Und dann rufe ich mal Elspeth schon mal an. Also dann, haut rein. Pokémon beendet. Und als nächstes würde ich sagen, kommt dann noch ein Video. Yay! Also, ciao.